Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zum Super Nintendo Entertainment System für Nintendo Switch Online. Der Online-Service, wo ihr hier eine Masse an Spiele, wie ihr sehen könnt, bekommt, selbst wenn sie hier teilweise nicht schön einsortiert sind. Heute geht es weiter mit Spanky's Quest, welches im Jahre 1992 erschienen ist. Die Hexe Morticia hat es auf Mopoland abgesehen. In diesem Actionspiel, das 1992 für das Super Nintendo Entertainment System erschienen ist, ist Spanky der Affe auf dem Weg zu einem Picknick, als es auf einmal dank der bösen Morticia Ziegelsteine zu regnen beginnt. Oh, wow, das hat das überlebt, ein Wunder. Spankys Aufgabe ist es, alle 6 aus den Ziegelsteinen erbaute Türme erfolgreich zu absolvieren, bevor ihn die Krähe der bösen Hexe erwischt. Aus seinem Abenteuer stellen sich ihm die Früchte entgegen, die er für sein Picknick dabei hatte, jetzt allerdings in verfluchter und höchst lebendiger Form. Mit seiner magischen Blase kann er Gegner erstarren lassen. Durch Jonglieren auf seinem Kopf wird die Blase immer größer und nach dem Platzen werden die Gegner auf dem Bildschirm attackiert. Zudem kann Spanky auf seiner Reise auch noch einige schicke Hüte tragen. Okay, würde ich sagen, schauen wir mal rein, Spanky. Oh, von Natsumi. Spanky's Quest. Also viel Mühe haben sie sich damals nicht gegeben, ne? Also wenn die Ziegelsteine schon so groß sind wie der Affe, oh mein Gott, wie hat er das überlebt? Also ich kann mich noch nicht bewegen. Interessant, wenn es den Rand berührt, dann verschwindet es. Ja, er sieht total aus wie so ein Frühstücksaffe, also Picknickaffe. Na komm. Ich muss von denen den Schlüssel klauen. Komme ich denn irgendwie runter? Ja. Komm gar nicht runter. Mache ich denn das? Ah. Ich muss doppelt drücken. Und da habe ich alle 2. Okay. Also man muss mit A die Luftballons erzeugen und dann mit nochmal A bestätigen, kann man sie dann platzen lassen. Okay. Haha. Puh, ja, ist jetzt nicht so wirklich der Burner das Spiel, aber ja. So.
Nein! Okay. So. Ein Schlüssel habe ich bisher. Habe ich nur einen? Hui. Ja, ich baue nur einen. Okay. Es sind auch verschiedene Techniken, wie der Ball kaputt geht. Wir können damit auch Sachen kaputt machen. Finde ich interessant zu wissen. Wow. Okay. Ha. Erwischt. Also, nette Idee, das Ganze, aber ich bin ehrlich, also... Zwei Schlüssel brauchen wir. So, und dann kann ich, glaube ich, außen wieder runterfallen. Ich habe nämlich noch null Leben. Also, eigentlich habe ich noch mehr Leben, aber... Unten den Hut bekomme ich. Wofür der Hut ist? Keine Ahnung. Warum springe ich? Ich wollte eigentlich was anderes drücken. Warte mal. Da, ich wollte eigentlich A drücken. Yes. Oh. Dann kommen die raus. Okay. Und tschüss, ihr Lieben. Spanky. Spanky Baby. Das ist eine Olive, oder? Ah. Nee. Oh yeah. So, wie meint das jetzt mit dem am besten? Okay. Ja, es muss eine Olive sein. Hui. Zum Glück darf man hier spulen. Ansonsten wäre das echt wieder so eine Sache, die ärgerlich wäre. Und bam. Und tschüss mit dir. So, die Erdbeere. Oh, die kann da durch.
Ich weiß jetzt nicht, sind da noch mehr? Nee, da muss noch mehr sein. Ah, nö, da ist nicht mehr. Der hat eine coole Sprunganimation. Hm. Okay. Bounce. 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 So, bounce. 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 Bounce, bounce. Komm. Na. Ha. Das ist wirklich hier wieder so Pixelarbeit. Der hat aber sau viel Energie, der Boss, ne? Jawoll! Nett gemacht. Man muss sich sogar beeilen, um das Leben zu bekommen. Alter, dann hätte ich ja damals echt gekotzt, wenn ich so ein Leben nicht bekommen hätte. Okay. Jetzt sind wir hier in Welt 2. Ah, das war doof. Okay. Schlüssel Nummer 1. Erwischt. Und durch da. Gut, also es ist jetzt mit dem Zurückspulen oder dank dem Zurückspulen ein bisschen, ich sag jetzt mal, angenehmer. So. Bam, weg sind sie. Aber selbst so ist es eigentlich relativ gut machbar. Also ich muss jetzt sagen, es ist jetzt kein schweres Spiel, aber... Okay. Also das... bringt mir schon mal gar nichts. Ich hab einen Helm. So. Ja, dann gehe ich jetzt hier mal hoch. Warte einfach mal. Autsch, das war jetzt mein Helm, den ich riskiert habe. Aber wie meinen das da jetzt? Kann ich bei dem hoch, wenn ich nicht getroffen werde? Aber wie komme ich da jetzt hoch? Ach so. Da ist die Wolke, die man so gut sieht. Nämlich diese Wolke.
Okay, egal. Also das ist dann der Rabe, der dann auftaucht. Ich würde sagen, es war trotzdem ein guter Ersteindruck zu dem Spiel und ganz wichtig im Hintergrund Natsumi-Werbung. Also von dem her, das kann man auch machen. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich habe das Passwort, wenn ihr da weiterspielen wollt. Und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.